Moin Leute, meine PV-Anlage habe ich selber gebaut und die ist jetzt schon ein paar Jahre alt und ich frage mich natürlich, wie steht's um die Module? Denn es gibt jede Menge Schadensbilder und auch die Leistung kann viel stärker abnehmen, als der Hersteller es verspricht. Und deswegen zeige ich und Physikprofessor Hundhausen euch heute, wie ihr eure alten oder auch neuen Module professionell checken könnt und das zwar selber. Und das geht richtig nerdig und zwar mit Elektrolumineszenz. Und ja, das kann man tatsächlich selber machen und sogar ziemlich günstig, wenn man ein paar geile Tricks kennt und ich zeige euch heute, wie es geht und Professor Hundhausen erklärt euch später dann die Physik, die dahinter steckt und zeigt euch einfach nochmal so wirklich ganz live, wie das eigentlich funktioniert, damit ihr so eine Idee davon kriegt. Das ist echt ein mega geiles Thema. Also, los geht's. Ja, ich habe hier jetzt mal einen Versuchsaufbau für euch vorbereitet und zeige euch jetzt einfach mal direkt, wie es geht. Denn im Prinzip sind zwei Dinge nötig. Naja, das Prinzip des Ganzen ist ja, dass ich das PV-Modul sozusagen rückwärts laufen lasse. Also anstatt, dass aus Licht Energie gewonnen wird, machen wir es umgekehrt. Wir setzen das Modul unter Strom und es sendet dann Licht aus. Ja, tatsächlich, es leuchtet dann. Kein Witz, das funktioniert. Das Problem dabei, das Licht wird im nahen Infrarotbereich ausgestrahlt und das heißt, wir können es mit dem bloßen Auge nicht sehen. Aber das ist auch ohne teure IR-Kamera machbar. Ich zeige euch gleich und erkläre euch auch nochmal wie. Wir brauchen jetzt als erstes also ein Netzteil. Dafür habe ich dieses Ding hier genommen. Das ist ein ganz einfaches 30-Volt-Netzteil mit 10 Ampere. Das muss ungefähr die Spannung des Moduls schaffen. So, mein Netzteil kann nur die 30 Volt und mein Modul braucht ein bisschen mehr als 30 Volt. Das heißt, hier bin ich irgendwie leider nicht so gut aufgestellt. Um das zu umgehen, habe ich jetzt einfach noch einen 12-Volt-Lithium-Eisenphosphat-Akku in Serie geschaltet. Das heißt jetzt Plus an Minus und Minus dann an Plus, also einfach dann durchgeschleift sozusagen und kann dann die Spannung um 12 Volt erhöhen und dann funktioniert das natürlich auch genauso gut. Muss natürlich bedenken, wenn ich die Spannung hier einstelle, dass ich dann immer minus 12 Volt rechne oder plus 12 Volt in dem Fall. Am besten holt ihr euch aber direkt ein Netzteil, welches die entsprechende Spannung kann, dann habt ihr das ganze Problem nicht. Ich habe euch unten mal die 60 Volt Version von meinem verlinkt. Das kann zwar nur 5 Ampere, aber das reicht auch für ein Modul, also mehr braucht ihr dann nicht. Ne? 60 Volt können aber auch schon gefährlich sein. Also bitte, wenn ihr keine Ahnung davon habt, dann lasst das. Also das ist jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Okay, schauen wir uns jetzt einfach nochmal an, was wir zuerst mit der Kamera machen müssen, also wie wir die modifizieren müssen, um das Ganze zu sehen. Und dann starten wir die ganze Kiste hier mal. Das ist nämlich echt interessant. Okay, also das PV-Modul sendet jetzt also Licht im nahen Infrarotbereich. Das ist zwar sehr schön, aber wir können als Menschen das mit unseren Augen einfach nicht sehen. Das heißt, eine richtige IR-Kamera wie diese hier zum Beispiel, ja, die eine wirklich super geringe Auflösung hat, irgendwie 120 Pixel mal 90 oder sowas, die kannst du vergessen, damit siehst du nichts, ja. Oder du musst dann wirklich das Modul dann total abscannen und das dauert halt ewig. Deswegen brauchen wir eine Kamera und zwar am besten eine mit hoher Auflösung, denn die Schäden sind oft nur mit hoher Auflösung zu erkennen. Eine richtige IR-Kamera, also eine Infrarotkamera wie diese hier zum Beispiel, mit hoher Auflösung ist echt unbezahlbar. Also die hat zum Beispiel nur 120 mal 90 Pixel und ist dafür überhaupt nicht geeignet. Und was man halt auch wissen muss, wir brauchen ja nur den nahen Infrarotbereich. Das heißt so den Bereich, der noch sehr dicht an dem visuellen Bereich liegt, also an dem, was wir noch sehen können. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nicht so eine mega krasse IR-Kamera dafür. Das ist nicht nötig. Okay, also wie machen wir das? Ja, wir können uns tatsächlich was basteln, das geht. Es ist nicht ganz einfach, aber ich zeig's euch mal. Hier mein Teleskop zum Beispiel, was ihr im Hintergrund seht, das ist nicht nur eine Attrappe, sondern damit mache ich richtig schöne Bilder von Galaxien und so weiter. Und dafür schaut man sich seine Kameras ganz genau an. Zum Beispiel so eine hier, eine Spiegelreflex. Denn das ist alles dermaßen dunkel, also wenn ich zum Beispiel so eine Galaxie fotografiere, da will man jedes Photon haben, ja. Und worum geht es jetzt genau? Jede normale Digitalkamera, die hat quasi einen Infrarotfilter eingebaut. Ich zeig's euch mal. So sieht der aus. Also das hier wirklich so ein Filter, wenn ihr da durchguckt, sieht alles grün aus, weil die sperrt das komplette IR-Licht aus. Ja, denn sonst sehen die Bilder in etwa so aus, wenn man das nicht machen würde. Das heißt, für normale Fotos wäre das gar nicht so geeignet. Also, ist eigentlich sinnvoll für eine normale Kamera, aber wenn ich halt den IR-Bereich fotografieren will, dann ist es doof. Das heißt, ich muss diesen Filter aus dieser Kamera rausholen und der sitzt halt da leider ziemlich tief drin, also wirklich da ganz in der Mitte und den kann ich aber ausbauen, zumindest ging es bei dieser hier. Leider muss man dafür, wie gesagt, die meisten Kameras echt komplett auseinanderbauen und kann dann den Filter wirklich entfernen. Also den kann man einfach rausnehmen und dann ist er weg. So wie bei dieser Kamera hier, also einer Canon EOS 1200D.
Einige Sony-Kameras haben aber einen Astrofotografie-Modus und unterstützen das tatsächlich nativ. Das heißt, ich kann einfach sagen, klappt den Filter hoch und dann funktioniert das. Was halt auch cool ist. Das ist natürlich dann viel, viel einfacher. Mit vielen günstigen Kameras geht das aber auch. Also ihr braucht da einfach eine Digitalkamera und könnt dann zum Beispiel mal in Google suchen, ob man das da machen kann. Also ob es da wirklich möglich ist oder ob der da wirklich so fest verbaut ist, dass ihr den nicht rausbekommt. Oder ihr könnt euch auch einfach eine gebrauchte Spiegelreflex holen oder so. Also da gibt es jetzt relativ viele Möglichkeiten, sag ich mal, da günstig wegzukommen. Bei Heise zum Beispiel, also ich habe hier unten einen Link für euch, da gibt es eine schöne Anleitung, ne, wie das bei so einer Canon zum Beispiel funktioniert. Da könnt ihr euch das mal ansehen und dann gucken, kann ich das, ja, nein, einfach mal schauen. Ja. Ist Bastelei, aber wie gesagt, mit einer gebrauchten oder älteren Digitalkamera klappt es möglicherweise und damit ist es dann eigentlich relativ günstig. Oder ihr habt eine, die es nativ unterstützt, dann umso besser. Okay, alles erledigt und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze hier für mein Modul wirklich aussieht. Okay, dann wollen wir die Spannung mal ein bisschen anheben. So, jetzt sind wir hier bei, also hier bei 15 plus, ne, sind wir so bei 27 Volt. Jetzt langsam geht der Strom los. Sehe ich hier schon mal 60 Milliampere fließen, 120. Jetzt muss ich aufpassen. Also man kann es wirklich am Strom abmessen, ne? Der Strom sollte nicht zu hoch sein. Das Modul kann maximal 10 Ampere und darüber sollte ich auch nicht gehen. Jetzt sind wir bei schon bei 1 Ampere. Bei 5 Ampere. Schauen wir mal bei 5, 6 Ampere, wie wir was versehen. Genau, also ihr könnt jetzt hier schon im Video erkennen, dass es so leicht anfängt zu leuchten. Ne? Also wir müssen jetzt eigentlich Langzeitbelichtung machen, dann können wir da ein bisschen mehr sehen. Aber könnt ihr jetzt hier schon mal ein bisschen erkennen. Ist cool, oder? Wir können ein ganz klein bisschen höher gehen, aber viel sollten wir nicht mehr machen, damit da kein Schaden entsteht. Und das hier ist ein neues Modul, also und trotzdem sehe ich, dass einige Zellen hier dunkler sind als die anderen. Also nicht ganz dieselbe Leistung bringen wie die anderen. Also vermutlich ist das schon nicht das allerbeste Zeichen, also qualitativ ist natürlich nicht cool. Aber ich bin mir jetzt unsicher, inwiefern das problematisch ist oder auch die Lebensdauer beeinflusst. Das ist jetzt hier schwer zu sagen. Okay, schauen wir nochmal ganz nah auf eine Zelle und machen mal eine Langzeitbelichtung. Also Langzeit ist jetzt hier tatsächlich nur 2 Sekunden, das reicht schon dicke aus. Und da seht ihr halt, wie das aus der Nähe aussieht. Ich finde das eigentlich auch total faszinierend. Jetzt ist aber natürlich die ganz große Frage, was fange ich eigentlich damit an, beziehungsweise wie sieht es eigentlich aus, wenn etwas kaputt ist? Und das erzähle ich euch jetzt. Okay, jetzt natürlich die Riesenfrage, wie sehen solche Schäden eigentlich aus? Also wenn ich es jetzt geschafft habe, so ein Bild zu erzeugen, muss ich ja irgendwie wissen, wie ein Schaden aussieht. Und hier in dieser Veröffentlichung mehrerer deutscher Forschungseinrichtungen wurden solche Elektrolumineszenzbilder mit Hilfe einer KI trainiert und versucht automatisch zu verarbeiten. Das wollen wir jetzt hier gar nicht machen, aber da sind ein paar schöne Bilder drin, die uns helfen, das Ganze mal zu sehen. Also damit wir einfach mal selber sehen können, wie funktioniert das und damit können wir unser eigenes neuronales Netz, das Gehirn, einfach mal selber trainieren. Also, schauen wir uns das mal an. Hier seht ihr jetzt auf der linken Seite, da ist zum Beispiel so eine schwarze Fläche zu erkennen. Das heißt, da ist irgendwie wenig Leistung, also es wird wenig elektrischer Strom in Photonen umgesetzt und das lässt tatsächlich auf irgendeine Art von Materialdefekt schließen. Vermutlich im Produktionsprozess entstanden. Letztlich bedeutet das, wie gesagt, dass einfach wenig Leistung umgesetzt ist, also schlecht. Das rechte Bild lässt auf Unterbrechungen in den sogenannten Fingern schließen. Was ist ein Finger? Schaut es euch an. Hier seht ihr es nochmal, da sind die markiert, damit ihr eine Idee habt, was ist das? Das sind diese kleinen Dinger da, ne? Finger halt. Also wenn man dort irgendwie einen Defekt sieht, muss das nicht unbedingt schlimm sein, denn es ist wirklich so die absolut kleinste Einheit und das muss jetzt wirklich nicht zu einer großen Leistungsabnahme führen. Kann auch einfach während des Transports passiert sein, wenn dann doch ein bisschen Spannung da drauf gekommen ist oder so. Schwer zu sagen, das ist jetzt kein Drama. Ja, hier links, jetzt hier seht ihr Mikrorisse. Also auf dem Bild sind diese sehr klein und betreffen nicht die gesamte Zelle, sondern wirklich nur so ein Teil. Trotzdem können diese mit der Zeit wachsen, beziehungsweise auch einfach mehr werden und damit kann die Zellleistung natürlich deutlich runtergehen. Okay, hier auf dem rechten Bild seht ihr jetzt noch was anderes und das sind jetzt wirklich Leitungsprobleme zwischen den Solarzellen. Also irgendwo ist vermutlich etwas unterbrochen worden, das heißt, da fließt einfach kein Strom mehr.
Auch größere Probleme, wie zum Beispiel defekte Bypass-Dioden, sind sofort zu erkennen. Man sieht dann einfach, da ist wirklich der ganze Zellbereich oder der ganze Modulbereich schwarz, da passiert nichts. Also das heißt, da fließt ebenfalls kein Strom. Das lässt immer auf so einen Leitungsdefekt in irgendeiner Form schließen. Also man sieht wirklich echt eine ganze Menge durch diese Elektrolumineszenz und das ist sehr cool. Also ne, man sieht es halt auch sehr schnell, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, jetzt natürlich die auch große und wichtige Frage, kann das jetzt jeder machen? Ist es für jeden machbar? Und da muss ich jetzt auch ehrlich sagen, nein, natürlich nicht. Denn ich komme zum Beispiel bei mir super an die Steckverbindung der Module ran, da diese flach sind und einfach gut zugänglich. Also sie liegen bei mir da flach und ich kann da relativ easy hingehen. Ne? Das ist dann halt so schwer. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel ein echt steiles Dach habt, ja, und nicht einfach mal da draufsteigen könnt und nicht an die Kabel hinten dran kommt in irgendeiner Form, dann ist es natürlich schwierig, da müsste man jetzt hier theoretisch den gesamten String unter Strom setzen und dafür braucht man dann natürlich eine echt große Leistung, ungefähr so groß wie die PV-Anlage oder der String dann halt auch ist. Hier wäre dann jetzt eine professionelle Firma sicherlich sinnvoller, die kommen dann mit einem Generator vorbei und können dann schnell filmen und euch Bescheid geben. Das kostet natürlich relativ viel, von daher ist die DIY-Lösung natürlich attraktiv, aber wie gesagt, die hat ihre Grenzen, es geht nur, wenn es halt auch machbar ist, ne? Und wenn ihr euch auch den Kameraumbau zutraut, ne? Denn je nachdem ist das auch etwas frickelig, ist machbar. Wie gesagt, ein bisschen handwerkliches Geschick sollte man da auch haben. Und ein Nachteil ist natürlich, die Kamera kann man danach nicht mehr so richtig verwenden. Also den Filter, den ich euch hier eben gezeigt habe, also den habe ich nachträglich gekauft. Das ist ein sogenannter Clip-Filter, den kann man jetzt nachträglich draufsetzen. Der originale Filter der Kamera war da wirklich tief und fest drin verbaut. Das heißt, das macht man nicht mal eben so. Das dauert schon eine gute halbe Stunde oder eine Stunde. Und jedes Mal musst du alles auseinandernehmen. Also ich glaube, darauf hätte man jetzt nicht wirklich Bock, das ständig zu ändern. Jo, was steckt physikalisch eigentlich dahinter? Das erklärt euch mein Lieblingsphysikprofessor Martin Hundhausen und der wird es euch jetzt mal live zeigen und es ist echt ein ziemlich cooles Experiment, also schaut es euch an und lernt. Viel Spaß dabei. Die Frage, warum leuchtet denn Silizium, warum leuchten die Photovoltaikmodule? Andreas hat das ja im Experiment gerade gezeigt, dass das funktioniert. Wenn man Strom reinschickt, kommt Licht raus. Normalerweise sollen Solarzellen natürlich das Umgekehrte machen, Licht rein, Strom raus. Man kann aber auch den anderen Effekt machen. Und das ist nichts Besonderes, sondern Leuchtdioden machen ja genau dasselbe. Hier haben wir auch eine Leuchtdiode, die zeige ich euch mal hier. Die kann mit Rot leuchten, da muss man nur Spannung anschließen. Und wenn man das tut, dann passiert dasselbe, was nachher in den Solarzellen ja auch passiert, das, was Andreas gemacht hat. Nur halt mit einer anderen Farbe, denn mit dem Auge sieht man nichts. Da braucht man also diese umgerüstete Kamera, also ohne diesen Infrarotfilter, so wie Andreas eben gerade gesagt hat. Und dann kann man das Licht sehen. Aber welche Wellenlänge hat das Licht? Welche Farbe hat denn das Licht? Um das zu beantworten, schauen wir uns erst nochmal grundsätzlich an, wie so ein Spektrum aussieht von dem Sonnenlicht. Das ist das hier. Das hat hier so ein Maximum im sichtbaren Spektralbereich im Grünen. Da ist also am meisten spektrale Intensität vorhanden. Und hier ist die Wellenlänge aufgezeigt. Blau endet bei 480, grün bei 580 und rot bei 700 Nanometern. Also mit dem Licht dieser Farbe kann man die Solarzellen betreiben. Aber was ist oberhalb von 700 Nanometer? Unser Auge sieht da nichts mehr. Aber die Solarzellen, die empfangen das Licht auch noch. Also das nahe Infrarotlicht ist dann schon Infrarotlicht, weil es hinter dem Roten kommt und wir nicht mehr sehen können. Und das funktioniert bis 1100 Nanometer. Das kann alles Silizium noch absorbieren. Das ist eine Eigenschaft von dem Silizium, dass es Licht von dieser Wellenlänge nutzt. Oberhalb von dem lässt es dann auch durch. Zeige ich euch gleich in einem kleinen Experiment. Was passiert jetzt, wenn rotes Licht auf die Solarzelle fällt? Naja, es wird ein Elektron-Lochpaar erzeugt. Hier ist unser Elektron mal eingezeichnet. Das hat jetzt noch die Energie, die zu dieser Wellenlänge gehört. Aber die gibt es erstmal ab. Deswegen wird es auch ein bisschen warm in so einem Wafer. Die gibt es ab und landet dann letztendlich bei dieser Bandlücke, wie wir sagen, also an dieser Grenzwellenlänge. Und dann muss es in dieser Zeit genutzt werden, also zum Stromfluss. Es kann aber auch wieder rekombinieren, also das Umgekehrte passieren. Und dann kommt Licht raus und das ist die Antwort auf die Frage, welche Wellenlänge das hat.
nämlich genau die Wellenlänge von 1100 Nanometer. Das ist das Licht, was Andreas eben gesehen hat. Und das ist die Grenze zwischen dem, was man mit Photovoltaik, mit Silizium nutzen kann, beziehungsweise nicht mehr nutzen kann. Und jetzt nochmal der Beleg dann auch im Experiment, dass das so funktioniert. Zunächst mal mit sichtbarem Licht, mit rotem Licht. Hier habe ich einen Silizium-Wafer, aus dem könnte man eine Solarzelle machen. Wenn man sie entsprechend dotiert natürlich, dann wird es so eine Diode auch. Und wir schauen mal, was passiert mit dem Licht, wenn wir das reinhalten. Also hier ist das Licht, rote Licht, sieht man ja in der Kamera, Wafer dazwischen, nicht mehr sichtbar. Das geht einfach nicht durch, sondern was macht es? Es erzeugt ein Elektron-Loch-Paar und das Licht wird absorbiert und geht deswegen nicht durch. Jetzt stellt sich die Frage, und was ist mit Licht von einer größeren Wellenlänge, also hinter den 1100, also ins weitere, fernere Infrarot? Auch das können wir sehen. Und dann schauen wir einfach mal bei 10 Mikrometer Wellenlänge. Sollte ja dann durch diesen Wafer durchgehen und nicht absorbiert werden. Und das, was wir eben mit dem roten Laser gemacht haben, das Experiment, geht das rote Licht durch unsere Siliziumplatte durch. Das machen wir jetzt mit Wärmestrahlung, also 10 Mikrometer Wellenlänge. Und da könnt ihr mich ja auch sehen, das Helle sind die Bereiche mit hoher Temperatur. Mein Gesicht ist wärmer als die Umgebung, die Tafel hier. Und wenn ich jetzt die Platte da dazwischen halte, dann sieht man mich immer noch. Das heißt, durch das Silizium kann man mit der Wärmebildkamera durchgucken, aber mit der sichtbaren Kamera eben nicht. Das haben wir ja gesagt, rotes, grünes, blaues Licht geht eben nicht durch. So, die Antwort also auf Andreas' Frage ist, mit welcher Farbe leuchtet es und warum leuchtet es überhaupt? Wenn wir Elektronen über die Kontakte reinschicken in unsere Solarzelle, dann sind da Elektronen und Löcher und die können miteinander rekombinieren und die geben genau diese Wellenlänge ab. Und dann kennen wir die Farbe und wenn wir das Spektrum von dem messen, dann sehen wir, es ist hier diese Lumineszenz bei 1100 Nanometer. Und genau das Licht ist das, was eben genutzt werden kann, um auch die Qualität dieser Solarzellen zu charakterisieren. Denn ganz klar, wenn da irgendwo ein Kontaktfinger unterbrochen ist, dann fließt ja kein Strom mehr, dann sammeln sich die Elektronen dort an, können nicht weg. Ja, und das bedeutet, naja, dort wird natürlich dann auch kein Strom reinfließen, wenn man die Kontakte an. Also man kann die Qualität dieser Solarzellen dadurch betrachten. Das kann man mit ganzen einzelnen Solarzellen machen, man kann es aber auch mit Modulen machen oder mit ganzen Solaranlagen und kann auf die Weise charakterisieren, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Ja, jetzt noch, wie geht's weiter eigentlich? Also ich habe euch jetzt heute gezeigt, wie es funktioniert und euch das auch mal in einem neuen Modul demonstriert. Aber viel spannender wäre eigentlich, wie sieht meine Anlage eigentlich jetzt aus? Also das konnte ich noch nicht beantworten, weil ich es noch nicht machen konnte. Also das ist schon ein bisschen aufwendig. Das werde ich jetzt aber machen in den nächsten Wochen. Und ich werde meine Anlage komplett durchchecken und euch die Ergebnisse dann hier zeigen. Also es wird jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten kommen, wann auch immer ich die Zeit finde. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Und bin echt gespannt, ob meine Module noch in Ordnung sind. Also die mussten auch schon eine ganze Menge durchhalten, sind jetzt auch ein paar Jahre alt. Da war schon mal echt Hagel, alles Mögliche dabei. Mal sehen, was passiert. Also ich bin da wirklich gespannt. Kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere schon ein bisschen Probleme hat. Also da schauen wir uns das einfach mal an. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like, abonniert den Kanal. Besucht auch Martin unbedingt auf seinem Kanal. Der hat immer ziemlich coole Experimente, finde ich. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, auf Wiedersehen.